Jetzt watch this. Werbung? Werbung vor dem Werbung-Video? Gewitter im Kopf haben ein neues Video mit Stella rausgebracht. 10 Minuten lang, eine leise sein Challenge. Let's look. Kurze Werbeunterbrechung. Bevor dieses Video startet, Leute, wollten wir etwas ankündigen, denn es wird etwas Wunderbares passieren. Genau, und am 12. September 2021 findet am Bonner Kulturgarten unser nächstes Live-Event statt. Gewitter im Kopf live on stage, Game is on ist das Motto. Das heißt, ich möchte zugucken kommen. Gucken die noch in die Reactions rein, falls es einer von euch sieht, darf ich zugucken kommen? Ich will nicht mitmachen, ich habe Angst vor Live-Auftritten, aber ich habe richtig Social Anxiety durch Corona bekommen, aber zugucken kommen würde ich. Wenn jemand zuguckt von euch, kann ich vorbeikommen? Ihr könnt aber nur gucken. Interaktiv an diesem Event selber teilnehmen, wenn ihr vor Ort seid. Deswegen kommt gerne vorbei. Sollen wir die Geschichte mit der Wasserleiche aufklären? Nein, das ist der oberste Link in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Es sind noch ein paar Tickets übrig. Wir freuen uns über jeden, der kommt und jeden, der uns da unterstützt. Und bitte kommt. Viel Spaß beim Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute nochmal zu Besuch bei der lieben Stella Essen. Danke, dass wir dich nochmal besuchen dürfen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute mal eine kleine Leise sein Challenge machen. Das haben wir halt die Fresse! Genau, darum wird es gleich gehen, möglichst ruhig zu sein. Und zwar werden wir mit diesem Gerät. Die sind jetzt tätowiert, ne? Jan und Tim sind jetzt tätowiert. Die sind alle so cool geworden, Mann, Alter. Hier, Reeft, also Toni, erst so mega krass tätowiert. Anni jetzt auch so übel krass tätowiert. Jan und Tim tätowiert. Mann, ich muss langsam mich echt tätowieren lassen. Ich sag's euch, ich mach direkt Rose auf dem Hals. Ich mach hier so große Rose und dann geht's hier so runter. Ich mach das. Einfach erst Tattoo. Und danach vielleicht keinen Bock mehr. Die Lautstärke messen. Und die Person von uns beiden, die Dinge am leisesten öffnet, die hat gewonnen. Und das bringt natürlich bei uns so ein paar Tücken mit sich und ich bin mal sehr gespannt, wie es laufen wird. Okay, ich habe euch Folgendes mitgebracht. Das habe ich euch mitgebracht. Saufi. Nee, ist alkoholfrei. Oh, da kannst du es haben. Das ist echt alkoholfrei. Nee, hol das nächste raus. Weg. Abschaum. Und ich nehme mal an, die sollen wir öffnen und dabei möglichst leise sein. Genau, das ist die erste Aufgabe. Für das Image mal alkoholfrei. Wer von euch fängt an? Was hat er denn hier hin tätowiert? Ich weiß nur, dass Jan auf den kompletten Rücken eine Weltkarte tätowiert hat und sich immer, wenn er in ein Land reisen wollte, dieses Land dann ausfüllen lässt auf dem Rücken, glaube ich, ne? Okay, also ich öffne dann zuerst und du misst die Lautstärke ein bisschen. Ja. Nein. Einfach so übel casual. Und? Ich habe mich nicht erschrocken. Wechselt ja dann immer schnell, ne? Ja. 89, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Ach, das ist das Gewitter im Kopf-Logo. Oh, das ist ja übel süß. Habe. So, Stella ist dran. True. Das funktioniert nicht. Also du warst auf jeden Fall leiser als ich. Das höchste war 88. Ach krass. Und das war, als du gesagt hast, es funktioniert nicht. Danach war 86. Krass, ich hätte gedacht, es wäre lauter. Habe ich auch gedacht. Ex oder Kölner? Es ist alkoholfrei, also von daher. Nachdem ihr schon den Sekt aufgemacht habt, den alkoholfreien, würde ich jetzt sagen, dass ihr als nächstes... Eigentlich hatte ich zwei Tüten Chips, aber da jemand ja schon die erste Tüte Chips zerstört hat, bevor der Dreh angefangen hat, habe ich jetzt eine Tüte Erdnüsse und eine Tüte Chips. Und ich denke, das sind die gleichen Bedingungen eigentlich. Das ist so tragisch. Fick dich! Und die müsst ihr öffnen. Genau, soll ich wieder anfangen? Ja, genau. Nein! Als ob das fast so laut war wie die Sektflasche. Hä, was? Kurz einen Moment. Krass, okay. Eiskalt, schon wieder abgezogen. 74. Es ist tatsächlich etwas leiser hier.
Nein, nein. Hoppala. Nein. Naja, kommt vor, ich kenne das auch. So schön entspannt und locker. Von der Möhre abbeißen, so leise wie es geht. Einmal durchbeißen. Oh, ich hab's nicht angemacht. Ich beiß nochmal ab. 59, okay. Da war noch eine 69, was soll denn das hier? Ich glaube, Möhre wird am einfachsten. Wingardium Leviosa. Oh, war tatsächlich 64. War echt laut. 64? Ja. War da schon das Wingardium Leviosa mit drauf? Nee. Okay, okay. Jodel. Also Jan hat gewonnen. Genau. Yay, er hat auch mal einen Punkt. Jetzt kommen wir zu Jans Lieblingsessen. Ihr kriegt von mir jetzt eine Konserve mit... Champignons. Nur eine? Ja, ihr kriegt zwei. Ach so. Okay, Jan, öffne deine Champignons. Thion, Champignon. 69. Du machst das immer so schnell und lieblos. Soll ich das vorher noch streicheln? Ja. 71. Oh, zwei. So knapp. Zwei Unterschied. Drei. Zwei. Hatte ich nicht 59. Da ist so viel Geschummel dabei, da musst du den Schiedsrichter reinmachen. Ich sag's euch, ich sehe da ganz andere Zahlen. Nee, 69. 69 hat er. Ach so. Die nächste Runde. Zwei Konservendosen mit Mais. Ist einmal auf irgendwas mit 70 hoch. Wer ist das nachher alles? Das ist immer so ein klassischer Fall von Reispfanne. 66. 99. Weil du ja unbedingt Mate haben wolltest, habe ich dir... Mate. Hast du schon das Lieblingsessen mit den beiden gemacht? Na klar. Du schon Mayo, ewig Mayo, vor Mate. Zwei Jahren fast. Habe ich dir Mate mitgebracht. Öffne diese Mate, ohne einen Mucks zu machen. Ich mach nachher Raclette. Sehr gut. Das war aber eigentlich relativ leise. Ja, abstellen. Ah. Nein. Sonst war es 67. 50 und inklusive hinstellen 56. Ha! Also, ich hab gewonnen! So oder so, ruhiger. Hier wird natürlich auch nichts verschwendet. Alles, was hier liegt, wird nochmal zum Essen benutzt werden, Leute. Also macht euch keine Gedanken. Warum guckst du gerade so geschockt? Das ist mein Gesicht. Hier habe ich Walnüsse. Und diese Walnüsse, ihr müsst eine Walnuss mit der Hand aufknacken. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriege. Das ich wollte sagen, ist das nicht super schwer, eine Walnuss also mit der Hand? Das mal mit der Hand. Guck, ob das irgendwie geht. Ich habe die noch nie mit der Hand geöffnet. Es geht los. Mit einer? Nee. Jahre später. Okay, als Hilfsmittel könnt ihr die Zange verwenden. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch keine Walnuss mit der Hand knacken. Das ist ja übel krass. Oh, da es mit der Hand nicht funktioniert. Mhm. Okay, Stella. Schmeckt, Brudi. Oh je, Alter, das alles durchzusaugen mit den Stückchen, oh je, oh je, oh je. 84. Weißt du, warum er über Tourette lacht? Weil das die einzige Art von Humor ist, die er verstehen kann. Ah. Hey, hör auf. Nein, 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 du wirst jetzt nicht hier der Erdnuss. Du willst Minutenanzahl haben, ich geb sie dir. Nein, hör auf, das ist scheiße. Die Kamera ist versichert. Stella, mach mit. Ich muss mal, oha! Wie die beiden. Oh Gott, ey. Oh, Scheiß. Stella, mach weiter. Die Kamera ist gerade leer gegangen, Leute. Ja, es ist was passiert. Ich helfe dir gleich beim Aufräumen. Ja, natürlich. Hin. Ja! Steve, das willst du gar nicht. Lass es einfach. Hello! In seine Fresse müssen die gehen. Tritt doch nicht da drauf. Jedes Mal, wenn du trittst, du Dreckiger. Hast du einen Sauger hier? Ja. Sehr gut, ich helfe dir gleich auf jeden. Du Arschloch! Wir haben einfach die ganze Wohnung auseinandergenommen. Das war eine super Idee mit den Nüssen. Ich bringe euch nie wieder Erdnüsse mit.
Das Ding ist, die Walnüsse tun noch mehr weh. Ich geh mal raus. Bruder muss los! Tritt nicht da drauf! Wir haben noch die Pizza! Pizza, Pizza, Pasta, Amore! Pizza, Pasta, Ravioli! Oh, Herr Lehmann hat ein Patent auf die Worte richtig und wichtig. Ja. Das wusste ich nicht, das tut mir leid. Du sollst die aufheben und... Was passiert denn jetzt hier mittendrin auf einmal? Ich damit bewerfen. Und bei dir so, Tim, heute? Wie war der Tag? Ach, es geht tatsächlich so ein bisschen... Bis gerade eben war noch okay. Was hättest du eigentlich jetzt gemacht, wenn ich jetzt eine Nussallergie gehabt hätte? Das Gleiche. Nee, ich glaube, dann wäre nichts passiert. Speaking in tongues, Alter. Holy, holy, Hakuna Matata. Au! Wird direkt aufgeräumt, sehr süß. Und mal auch einer kurz auf Tim geworden, hätte ich auch gemacht, glaube ich. Ey, die Walnüsse tun echt weh. Das war keine Walnuss, du dumme Karotte. Walnuss. Du hast nämlich nicht die Walnuss. Nussmassaker. Ah! Nussmassaker, oh je. Ah! Massaker der Nüsse, ah! Die Tim nicht hatte aufzuschauen. Was ging in meine Nüsse? Du hast nicht mal eine. Oh, du Pisser. Nicht eine. Hallo, ich bin jetzt Tim. Hast du Tavor? Mm-mm. Dann wird's auch nicht aufhören. Ja, also, wir wollten eine Leise-Sein-Challenge machen. Am Ende waren so viele Nüsse da, die hat ja der Tim mitgebracht. Ja, das war eine super Idee. Genau, ich werde auf jeden Fall so, wie ich nur kann, helfen, jetzt hier zu saugen, weil wir dein Wohnzimmer massakriert zurückgelassen haben. Und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. In dem Sinne, macht's gut, gute Nacht. Macht's besser. Macht's wirklich besser, besser. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die sind wirklich irgendwie süß zusammen, ne? Ich finde das ganz süß.